Moin Moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen. Heute will ich euch kurz erklären, für diejenigen, die es noch nicht wissen, die es noch nicht gemacht haben, und zwar die Mission Infiltrator in Modern Warfare, bei der ihr als Aufgabe habt, 10-mal Vollstrecker auszuführen. Als ich die Aufgabe gelesen hatte, wusste ich ja noch nicht mal, was ein Vollstrecker überhaupt ist, geschweige denn, wie man den ausführt. Also habe ich YouTube angeschmissen und gesucht und gleich das erstbeste Video genommen, was da war. Leider hat der gute Mann es nicht komplett richtig erklärt. Es war nicht falsch, aber es war mangelhaft sozusagen. Er meinte, du musst ein Messer ausgerüstet haben. Das ist schon mal falsch. Du brauchst das Messer nicht. Du kannst es mit jeder beliebigen Waffe tun. Dann sollte man sich hinter dem Gegner positionieren. Das ist richtig. Anders wird es nicht funktionieren. Und dann solltet ihr den Nahkampf ausführen. Aber man muss dazu sagen, nicht einfach bloß die Nahkampftaste klicken, kurz drücken, sondern etwas länger gedrückt halten. Nicht sehr lange, aber halt länger als bloß einen kurzen Nahkampf-Spam raushauen. Das Ganze jetzt nochmal als Beispiel aus der Praxis. Also ihr müsst euch hinter den Gegner bringen und dann die Nahkampftaste etwas länger gedrückt halten. Dann klappt es auch mit dem Vollstrecker. Ja, hört sich einfach an, ist es eigentlich auch, wenn man weiß, wie es geht. Das Schwierigste an der ganzen Sache ist, hinter den Gegner zu kommen, unbemerkt. Stellt euch also auf jede Menge Frust ein, so wie ich blauäugig an die Sache rangegangen bin und dann fast eskalierte am Rechner, weil es einfach nicht klappte. Ein kleiner Ausschnitt daraus, wie ich mich gequält habe. Jetzt im Anschluss, wer sich's noch reinziehen möchte, viel Spaß. Wir sehen uns, bis dann, ciao. Ja, kommen wir nun zu meinem Leidensweg. Und hier als erstes, wie ich es falsch gemacht habe, weil einfach nur das Messer nehmen, sich hinter den Gegner stellen, die Nahkampftaste spam hat nicht geklappt, klappt wieder nicht. Und das ist das, was ich gesagt habe, ihr müsst die Taste etwas länger gedrückt halten. Die Maps, die ihr wählt, sind euch überlassen, das ist je nach Geschmack. Ich habe es auf Shoothouse probiert und bin dann auf Shipment geblieben. Zack, mein erster Vollstrecker. Und das war auch ein Ding, was mich genervt hat. Der hat einfach nicht gezählt. Ich weiß nicht warum, er hat einfach nicht gezählt. Das war ein astreiner Vollstrecker, aber es ging nicht. So, und stellt euch mal, wie gesagt, auf jede Menge Frust ein. Es klappt nicht immer. Ich habe diese Map gewählt, weil hier halt viele Menschen unterwegs waren. Also viele Spieler auf dem Feld waren. Und die Chance halt relativ hoch war, dass man hinter einen Gegner kommen kann. Auf dieser Map wirst du natürlich auch relativ oft erschossen. Das muss euch auch bewusst sein. Und leider ist diese Map, das Shipment, aktuell nicht im Angebot. Nur Shoothouse. Also wie gesagt, es muss sich jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht ist Stellung auch nicht schlecht, wo einige Leute oft campen. Sucht euch dann die Ecken aus, wo die drin sitzen und macht sie dann so platt. Ja, ansonsten hier nur aufs Maul gekriegt. Aufs Maul gekriegt, wieder versagt, versagt, versagt. Es war schon recht frustrierend. Zumal es manchmal fast geklappt hätte. Und hier, da dreht sich wieder um und da war es wieder nichts geworden. Und hinterher und... Nein, er dreht sich um und... Ah, verrissen. Ja, ich sag's euch, es war schon... Und das hier ist ja bloß... Wurm weg. Und das ist ja bloß ein kleiner Ausschnitt. Ein kleiner Ausschnitt aus der ganzen Qual. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich habe... Ach so, 4 Spiele gespielt und hier vom Wilson überfahren, das war auch echt, wow. Und der Mann war AFK, das war auch nicht schlecht, also mir war es scheißegal, ich habe dann halt auch Typen, die nicht am Computer saßen, halt dankbar angenommen. Stellt euch echt auf jede Menge Frust ein, hier bin ich zum Beispiel hinter einem Gegner gespawnt, war sehr gut, sein Kumpel hat mich auch in Ruhe gelassen. Zack, und wieder ein schöner Vollstrecker und erschossen. Das war mir scheißegal, Hauptsache mein Vollstrecker. Ich glaube, warte mal, wie lange ging das hier? Das war Hauptquartier, das ging schon eine Weile. Ich glaube, keine Ahnung, ich schätze mal 10 Minuten. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Jedenfalls hatte ich dann noch nicht Stellung, sondern Herrschaft mit drin. Und das sind alles recht angenehme Modi, die etwas länger gehen. DTM wäre echt schlecht. Also ich glaube, eine gute Stunde oder gute anderthalb Stunde habe ich gebraucht, um das endlich abzuschließen. Ja, da hat es fast geklappt. Der hat mich, seinen Kumpel von drin erschossen. Hier haben sie mir mein Opfer weggeschossen. Die dreht sich um. Verpasst mir noch eine.
da wieder verrissen. Und hier hat es wieder schön geklappt. Was auch passieren kann, ist, dass ihr während des Vollstreckers erschossen werdet und das nicht zählt, oder dass jemand von euren Teammates den Typen erschießt, den ihr gerade vollstrecken wollt. Das ist richtig ärgerlich. Was ich hier gemacht habe, habe ich nicht ganz verstanden im Nachhinein. Oh, das war auch knapp. Warum ich den einen Typen, ich stand hinter dem und hab den Vollstrecker. Ich weiß gar nicht mehr, was da los war. Warum ich das... Entweder ging's nicht. Und hier wieder schön von hinten, zack, rums, ran und weg. Ja, das war auch der letzte und damit habe ich die Aufgabe endlich hinter mich gebracht. Und ja, ich danke euch fürs Anschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.